wurde heute zum Verkehrsunfall auf die B35 alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle haben wir einen Verkehrsunfall angetroffen mit zwei Pkw und insgesamt 5 verletzten Personen. Eine Person war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Insgesamt waren 3 Personen schwer verletzt bei dem Unfall. Okay, und was war Ihr erster Eindruck und was war dann die erste Maßnahme? Ja, die erste Maßnahme war, sich natürlich um die eingeklemmte Person zu bekümmern und die schwer verletzten Personen zu betreuen und zusammen mit dem Rettungsdienst dann zu versorgen. Ja. Die Feuerwehr Illingen war mit 4 Fahrzeugen und 30 Personen im Einsatz. Unterstützt wurde man mehr noch von der Feuerwehr Mühlacker und der Kreisbahnmeister war ebenfalls vor Ort. Ja, mit dem hydraulischen Rettungssatz haben wir die Türe entfernt und dann den Fußraum geweitet, sodass wir dann die Person mit dem Rettungsbrett aus dem Fahrzeug heben konnten. Es war ein schwerer Verkehrsunfall, der die Feuerwehr schon immer fordert, weil die Person auch sehr schwer eingeklemmt war. Deswegen musste man dann schon mit schwerem Gerät daran. Es ist eine Bundesstraße, auf der viel Verkehr ist und da kommt schon immer wieder zu Verkehrsunfällen.